Hallo ihr Lieben. Moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind gestern noch eine kleine Strecke gefahren. Wir haben uns von Valga auf den Weg gemacht nach Riga, also in die nächste Hauptstadt Lettlands. Und ja, wir haben uns hier so ein paar Sachen rausgesucht, die uns interessieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Auf geht's. So, wir haben hier ein Geschenk aus meiner Geburtsstadt Bremen gefunden. Und zwar die Bremer Stadtmusikanten in Riga. Symbolisiert mit diesem Teil, das soll quasi den eisernen Vorhang darstellen, wo sie durchgucken. Und man soll die Nasen reiben. Man soll die Nasen reiben, das soll dann Glück bringen. Ja. Und wir hoffen, wir haben jetzt genug Glück geerntet. Aber warum steht das überhaupt hier? Das ist ein Geschenk der Partnerstadt. Ja, aber warum macht Bremen sowas? Was macht Bremen? Weil das die Partnerstadt von Riga ist. Ach so. Ja, das habe ich doch schon dreimal gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, natürlich. Hab ich nicht gehört. Gut, weiter geht's. Ja. 3 Meter weiter haben wir gleich das nächste Highlight entdeckt. So eine Laterne mit so Aufklebern. Und da haben wir ein Stück Heimat entdeckt. Und leider haben wir unsere eigenen Aufkleber vergessen. Leider ja. Sonst hätten wir natürlich da auch noch einen draufgeklebt. Jan Cox. Die schmalste Straße von Riga. Wollen wir durchgehen? Wir gehen mal durch. Dass zu diesem Restaurant nicht nur dieses Haus gehört, sondern auch die. Klein, ist teilweise auch ein bisschen runtergekommen. Ja, allerdings. Dafür, dass das eine Sehenswürdigkeit ist. Und wohnen möchte doch hier auch keiner, oder? Nee. Also wenn hier jemand Bock auf Kirchen hat, hier kommt er wieder voll auf seine Kosten. Genau, hier gibt es mindestens 5. Nur in der Altstadt? Ja. Wir sind hier jetzt bei den 3 Brüdern. So heißen hier 3 Gebäude in Riga. Und es sind wohl die ältesten Gebäude in Riga. Auf dem einen kann man es lesen, 1646 steht da drauf. Nadine hatte nochmal geguckt, das soll aber wohl aus dem 15. Jahrhundert schon sein. Also 1500 irgendwann gebaut. Niederländischer Baukunst irgendwie. Ja. Und wir zeigen euch das mal eben. Diese 3 Gebäude hier sind dann die 3 Brüder. Warum es jetzt 3 Brüder heißt, haben wir jetzt nicht so rausgekriegt, aber im Innenhof gibt es irgendwie noch aus Kriegszeiten 2 so kleine Sachen, die man sich da angucken kann. Und hier ist auch irgendwie noch ein Architekturmuseum drin. Aber das hier steht, es ist nicht geöffnet. Also werden wir uns dann wohl weiter auf den Weg nach schönen Dingen machen. Thank you.
sind am Rigaer Schloss angekommen. Der Sitz des lettischen Präsidenten. Mhm. Seit 1922 ist irgendwie der Sitz des Präsidenten hier. Also er lebt und wohnt hier vielleicht oder arbeitet hier tagsüber, keine Ahnung. Wir wollten in den Innenhof uns das mal angucken, aber irgendwie ist das alles geschlossen. Man kann so eine virtuelle Tour über so einen QR-Code machen mit dem Handy. Genau, hier läuft auch Militär rum, also genau, vielleicht entweder kommt der heute oder der fährt weg, also man weiß es nicht genau. Vorne die Straße ist auch schon gesperrt, also irgendwas ist hier irgendwie in Gange. Aber wir werden es nicht erfahren. Uns geht es auch nichts an. Da kommen immer mehr vom Militär raus. Ja, also mit, so Wachsoldaten. Ja, halt die, mit Gewehren. Ja, also die... Jetzt wird es unheimlich, Leute. Ich weiß nicht, kann man da mal hin? Da, seht ihr das? In diesen schwarzen Kastenwagen, da laufen sie rein. Da. Und wir laufen jetzt auch weiter. So, Nadine ist schon wieder schwer beschäftigt mit Recherche. Ich finde es einfach schade, dass manche Sachen nicht erklärt werden, warum das so ist oder warum es hier steht. Aber dieses hier soll das Schwedentor sein. Warum auch immer das Schwedentor. Vielleicht hat mal ein Schwede dieses Haus gebaut. Vielleicht auch nicht. Nadine sucht noch. Die Sage besagt. Die Sage besagt? Die Sage besagt. Dass hier sich irgendwann mal ein schwedischer Soldat und ein Mädchen aus Riga gefunden haben. Wie romantisch. Schön. Und wie auch schon in Tallinn, natürlich hier ein Freiheitsdenkmal. Logisch. Logisch. Natürlich. Für die, ist ja auch richtig. Für, wahrscheinlich für die Unabhängigkeit Lettlands. 1920. Kann sein. Ja. So, und wenn ihr mal nach Riga kommt und ihr wollt euch die Stadt angucken und die Altstadt, wir haben hier über Park von Heid so einen Parkplatz gefunden. Da hinten der dritte, das sind wir. Kann man super stehen. Wir haben jetzt hier für 24 Stunden, glaube ich, 5 Euro bezahlt. Ist bewacht. Oder, also jetzt ist keiner hier, aber der Typ wohnt hier, glaube ich, irgendwo. Und ja, alles super. Und von hier in die Altstadt, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir gegangen, eine Viertelstunde oder so, glaube ich. Man kommt dann zuerst ja an den Markthallen vorbei und dann ist gleich dahinter auch die Altstadt. Also alles super. Ich verlinke das auf jeden Fall mal unten, die Koordinaten. Wer da Interesse hat, kann da ja gerne mal reingucken. Ja, weil hier ist die Parkproblematik wirklich gegeben. Also das ist wirklich schwierig, hier was zu finden. Genau, und wir haben diesen Parkplatz, wie gesagt, bei Park von Heid gefunden. Sind hierher gefahren, sind beim ersten Mal an der Straße vorbeigefahren, weil es ein bisschen blöd zu finden war, haben es dann aber gefunden. Es war genug Platz da, der Typ ist, also er spricht nicht perfekt Englisch, aber er hat verstanden, was wir wollten und wir haben verstanden, was er wollte und alles super. Also für Womus auf jeden Fall. Ja. Wir haben unseren kleinen Tagesausflug hier in Riga beendet. Es ist mega warm und voll. Ja. Aber deswegen nicht. Wir haben eigentlich alles gesehen, was wir sehen wollten und somit sind wir jetzt wieder im Wohnmobil und müssen uns ganz dringend Wasser zum Duschen suchen. Wir brauchen Wasser zum Duschen, genau. Und wir wollen raus aus der Stadt. Es ist viel zu warm hier. Ja. Wir suchen uns jetzt ein Plätzchen irgendwo. Vielleicht halten wir noch mal kurz beim Flughafen an. Ein bisschen Flugzeuge gucken. Holger muss leiden. Und dann geht's weiter.
Wir müssen uns heute beeilen mit dem Abschluss. Hier sind sehr viele Mücken. Genau. Wir haben ja Riga verlassen, haben ein bisschen Wasser geholt, haben hier jetzt so einen Stellplatz an so einem Hafen irgendwie gefunden. Da hinten ist vorhin irgendwann mal die Sonne untergegangen, als wir noch gefahren sind hierher, ein paar Kilometer. Ja, da stehen wir. Wir sind auch fertig für heute, denn Riga und 27, 28 Grad waren doch anstrengend. Ja. Und ja, wir verabschieden uns für heute. Mhm. Morgen geht unsere Reise weiter nach, keine Ahnung wohin. Wir werden sehen. Ja. Irgendwohin. Genau. In dem Sinne, ich habe noch Essensreste hier dran, also gute Nacht. Dann.